Aus meiner Sicht haben wir da eine ziemlich explosive Mischung an den Aktienmärkten oder für die Aktienmärkte. Und warum das so ist, das will ich in folgendem Video mal ein bisschen ausführen. Vorab gesagt, wir haben eigentlich jetzt saisonal, kommen wir in eine sehr günstige Zeit für die Aktienmärkte. Und wir haben jetzt vor dem Quartalsende am Donnerstag dann nochmal Window Dressing. Also da gibt es auch Positivfaktoren. Aber es gibt eben auch eine Situation, die wirklich in dieser Dimension historisch wahrscheinlich einmalig ist. Wir haben erstens jetzt die Situation, dass die Corona-Pandemie deutlich abebbt, und zwar global gesehen. Das bedeutet auf der anderen Seite dann wieder steigende Nachfrage. Wir sehen also, dass diese ganze Reopening-Thematik an den Märkten wieder gespielt wird. Value läuft daher besser als Tech. Tech gestern im Minus, Russell 2000 etwa deutlich im Plus. Also Reopening ist wieder angesagt, damit eine Rotation raus aus Tech rein in Value-Werte. Das ist das eine. Aber diese Reopening-Geschichte, diese abflauende Pandemie trifft jetzt praktisch auf eine Situation, in der die Lieferketten ohnehin schon massiv angespannt sind. Das heißt, wir sehen eine Steigerung der Nachfrage, die jetzt auf ein mangelndes Angebot trifft, womit das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage auf der einen Seite und Angebot auf der anderen Seite noch krasser wird. Das führt dazu, dass die Preise noch weiter steigen, weil es eben zu wenig Angebot bei zu viel Nachfrage gibt. Das wiederum bedeutet, dass die Kosten für die Unternehmen steigen auf der einen Seite. Die müssen diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergehen, was wiederum bedeutet, dass die Inflation weiter steigt. Und all das wiederum bedeutet, dass die Notenbanken irren, indem sie glaubten, dass diese Inflation so unglaublich transitory sei. Die aber zieht sich weiterhin und wird sich noch weiter beschleunigen. Und dann haben wir eben diese explosive Mischung, dass auf der einen Seite die Zahlen der Unternehmen schlechter werden wegen Kostendruck. Die werden absehbar erst dann besser, wenn sie es wirklich schaffen, ihre gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Und auf der anderen Seite der Ausstieg der Notenbanken aus der ultralaxen Geldpolitik, und damit meine ich vor allem die Fed, schneller passiert, in höherer Dosierung passiert das Tapering als eben antizipiert. Und wir hatten ja diesen, sagen wir mal, Abverkauf am großen Verfallstag und am Montag darauf, also der Montag letzter Woche. Dann haben wir so eine technische Erholung gesehen und die Frage ist jetzt, wie müssen wir die einordnen? Hier sagt Morgan Stanley, also aus unserer Sicht, so sagt es Morgan Stanley, nicht ich, gell, sagen die, also passt auf, wir bleiben bierisch, weil wir davon ausgehen, dass die Earnings, dass also die Zahlen der Unternehmen enttäuschen werden aus dem dritten Quartal. Und ja, da kann durchaus was dran sein. Man verweist hier auf das sehr geringe Volumen jetzt dieser Erholungsbewegung bei den US-Indizes, dagegen auf das große Volumen des Abverkaufs um den großen Verfall und den anschließenden Montag. Und JP Morgan sieht es ganz anders, aber eigentlich mit einer ähnlichen Motivation. Sie sagen hier, also Corona in den USA und global gesehen geht deutlich zurück. Das ist doch eine gute Nachricht für die Risk Markets, also praktisch für die Aktienmärkte. Und wir gehen davon aus, dass dieser Trend weitergehen wird. Deswegen gehen wir jetzt in Zyklika und in Value rein und eher raus aus Tech. Also das sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Aber diese Konstellation, diese explosive Mischung, die ich beschrieben habe, nehme ich dadurch, durch diese Abflachung der Corona-Geschichte, nochmal stark anziehende Nachfrage bei einem nach wie vor extrem geringen Angebot. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen schwierig. Wir sehen jetzt diese Reopening-Story eben auch in den Anleihemärkten. Da ist einerseits das Tapering natürlich schon ein bisschen eingepreist durch die Fed, auf der anderen Seite aber eben diese gestiegene Nachfrage mit eben diesem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt wieder über der 1,5er Marke. Wir sehen die 30-jährige Staatsanleihe unten, amerikanische Staatsanleihe jeweils deutlich ausgebrochen. Schöne Bodenbildung. Technisch ist das relativ sauber, was da passiert. Spricht für weiter anziehende Renditen. Und wir sehen jetzt neue Höchststände etwa bei Natural Gas, also bei Erdgas, wieder massiv gestiegen. Ist, glaube ich, um 25% gestiegen jetzt in wenigen Tagen. Wir sehen ein Mehrjahreshoch bei Natural Gas. Wir sehen jetzt Brent-Öl, also das europäische oder in Europa gehandelte Öl, das erste Mal jetzt seit Oktober 2018 über der Marke von 80 Dollar. Absolutely temporary, meine Damen und Herren. Und wir sehen das, was hier zum Beispiel gestern der Dallas Fed Index gezeigt hat, wie Octavio Costa hier zeigt, dass wir auf der einen Seite sehen, dass wir weiter steigende Preise und Kosten haben, auf der anderen Seite aber die Business Activity,
decelerating ist, dass die also zurückgeht, eben weil die Firmen zu wenig Material haben, weil sie vielleicht auch zu wenig Arbeitskräfte haben. Sie können nicht das produzieren, was sie produzieren wollen oder diese Dienstleistungen bringen, die sie erbringen wollen. Und all das führt zu dieser Diskrepanz, die faktisch stagflationär ist. Durch die mangelnde oder durch das mangelnde Angebot haben Firmen Probleme zu produzieren. Dadurch wiederum geht die wirtschaftliche Aktivität zurück. Gleichzeitig aber, weil es einen Mangel an Gütern gibt, steigen die Preise weiter. All das nennt man dann Stagflation und im Grunde ist das ein ideales Umfeld für stagflationäre Szenarien. Etwa Global Manufacturing Delivery Times, Lieferzeiten, nach wie vor überhaupt keine Trendwende erkennbar. Shipping Rates, nach wie vor keine Trendwende erkennbar. Rohstoffpreise, keine Trendwende erkennbar. Und vor allem die Energiekrise, keine Trendwende erkennbar. China jetzt mit eben noch diesen Problemen im Bereich Energie. Das wird sozusagen das Angebot noch weiter verknappen. Chipmangel hier etc. Jetzt hat die Daily aus China gesagt, also wir werden alles tun, um diesen Strommangel hier zu bekämpfen. Provinzgouverneur oder ein Gouverneur einer betroffenen Provinz hat gesagt, also wir müssen mehr Kohle importieren, damit wir das irgendwie schaffen. Schöne Grüße an Frau Baerbock, die wird sich darüber freuen. Und Goldman Sachs sagt, ja, also es sind 44%, also knapp die Hälfte der chinesischen Industrie betroffen von diesem Mangel an Elektrizität. Und schauen wir uns das mal an. Jetzt hat Goldman Sachs seine Prognose für das chinesische Wachstum im dritten Quartal von 1,3 auf 0 gesenkt. Kein Wachstum also mehr. Oben sehen wir in der Grafik, dass mehr als die Hälfte der chinesischen Provinzen Beschränkungen haben, was den Stromverbrauch betrifft. Also das ist schon eine gewisse Dimension. Und wie stark die Stromprobleme sind, je dunkler hier die Farbe unten in dem Chart, umso größer sind dort die Problematiken in Sachen Strom. Vielleicht nochmal ein kurzer Ausflug auch jetzt in Sachen Immobilienmarkt in China. Evergrande, da ist ja heute, meine ich, 29. ist eine weitere Dollaranleihe fällig. Momentan ist da wieder wenig die Rede von, aber das wird sich auch wieder als Thema etablieren. Das ist sehr wahrscheinlich. Hier mal die Housing Affordability in China. Also praktische Preis. Was kostet eine Immobilie in Relation zum Einkommen? Alles über den Faktor 7 gilt als Blase. Wir sehen etwa hier in Peking Faktor 26 etwa. Shanghai nur wenig darunter und Chongqing, also da ist hier immenses am Start. Deswegen wäre ein Preisverfall am Immobilienmarkt in China so verheerend, weil die Leute damit letztendlich ihre Ersparnisse verlieren würden, die ja zu 75% aus Immobilien bestehen. Wenn wir das Ganze mal in den USA sehen, hier diese graue Linie ganz, ganz unten, das ist die Amerikaners und wo da dieser Kreis ist, wo man hier darauf hinweist, das ist der Immobilienboom, die Immobilienblase in den USA, kurz vor ihrem Platzen. Also wir sehen, da haben wir vielleicht ein paar andere Dimensionen. Kommen wir nochmal zu der Gesamtdimension für das chinesische BIP hier. Olivier Blanchard zeigt in diesem Tweet, dass die chinesische Hausblase alle anderen Blasen locker in den Schatten stellt. Impact of GDP related to real estate, also praktisch die Bedeutung des Immobiliensektors für eben das BIP eines Landes. China mit 28% weit, weit vorne. Gibt es keinen Konkurrenten, der da auch nur gegen anstinken könnte. By the way, jetzt wieder auch Spannungen zwischen den USA und China. China hat hier mit Russland sich zusammengetan und gesagt, also diese US-Hegemonie, das finden wir nicht so schick. Und als wäre es ein Zufall, Nordkorea mit neuen Missile-Launches, also die Vasallen, die versuchen dann ein bisschen zu pupsen. Also das ist die Situation hier mit China, massive Probleme, die eben diese ganze Thematik Inflation, die diese ganze Thematik Lieferkettenengpässe, Angebotsmangel wahrscheinlich noch verstärken werden. Kommen wir jetzt zu den USA, kommen wir zu Fed-Chef Powell, der heute schon oder heute Nacht wurde ein Redetext veröffentlicht. Er wird heute vor dem Wirtschaftsausschuss beider kann man im US-Kongress aussagen, aber die Rede ist schon veröffentlicht worden. Hier sagt er, Inflation is elevated und wird so bleiben, bevor sie moderiert, ne? Also bevor sie moderater wird. Das ist ja mal eine Aussage. Bottleneck-Effects larger, more persistent than expected. Also die sind ein bisschen länger und größer als erwartet. Ja, sowas.
Aber statt dass man dann eben seine Meinung vielleicht ändert in Sachen transitory information, das passiert natürlich nicht. Aber man würde natürlich sofort handeln, wenn wir eine nachhaltig höhere Inflation haben. Ganz klar wird dann sofort gehandelt. Einer hat gehandelt, Robert Kaplan, Dallas Fed Chef, hat sich angedeutet, nachdem gestern schon Eric Rosengren von der Boston Fed zurückgetreten ist. Jetzt auch Robert Kaplan zurückgetreten. Hat jetzt also zwei Hawks getroffen in gewisser Weise. Heute, wie gesagt, 16 Uhr diese Rede von Jerome Powell. Und jetzt sind Rosengren und Powell weg. Rosengren und nicht Powell, sondern Kaplan weg. Der andere, der da so ein bisschen noch ein problematisches Portfolio hat, das ist Jerome Powell selber. Der hat nämlich vor allem diese Municipal Bonds, diese Lokalverwaltungsanleihen im Depot, die er schon vorher hatte, bevor er Fed-Chef wurde. Aber die Fed hat eben auch massiv solche Anleihen gekauft. Da sind Interessensverquickungen, die möglicherweise auch die Chancen, die wieder Einsetzungschancen von Jerome Powell etwas verringern könnten. Bald muss ja die Entscheidung fallen, wird es Powell, wird es Brainard vielleicht? Jedenfalls dürften die Rücktritte von Kaplan und Rosengren doch zeigen, dass da manche unzufrieden sind mit dem, wie in der Fed agiert wird. Gehen wir weiter jetzt mal zu den Aktienmärkten. Gestern die Performance, Energie sehr stark, Ölpreis etc. Wir sehen Financials sehr stark, steigende Renditen. Wir sehen aber schwach, Tech, steigende Renditen wiederum. Und wir sehen etwa das Verhältnis Russell 2000 zu Nasdaq 100, also Value zu Growth könnte man fast sagen, größter Anstieg seit März diesen Jahres. Der Nasdaq könnte das erste Mal seit Oktober letzten Jahres einen Minusmonat absolvieren. Und wir sehen hier den S&P 500 und seit der 50-Tages-Linie, da ist der Sprung mal kurz gelungen, aber ist darüber, über die 50-Tages-Linie, aber es ist eben nicht nachhaltig gewesen bisher. Und wir sehen hier eine interessante Formation auch beim VIX, also bei der Vola. Hier könnte sich ein wunderschöner Boden, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter bilden. Schauen wir mal, ob das passiert. Wie gesagt, es gibt positive Argumente für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass sehr viel Geld zum Beispiel in diese Zyklika geflossen ist jetzt, also in Value. Da ist sehr viel Geld zuletzt reingepackt worden. Wir sehen auf der anderen Seite Window Dressing jetzt noch. Vor Donnerstag dürfte das passieren. Saisonal ist der Oktober eigentlich gut, mit ein paar Ausnahmen. 1987, 1929, ne? Ausnahmen, ne, bestätigen die Regel, meine Damen und Herren. Also das könnte ein interessantes Ding werden heute, genauso wie jetzt die Regierungsbildung in Deutschland. Jetzt hat Marcello Fraccherino sich dazu geäußert, er erwartet eine zügige Regierungsbildung. Der schacht schon mit den Hufen, der Marcello. Ich möchte Bundesbankchef werden, Scholzi, wann nominierst du mich? Gell, Marcello, das kommt schon bald, mach dich mal locker. Aber Marcello, hier hat praktisch künstliche Intelligenz mal die Parteiprogramme durchforstet, also nicht Menschen, sondern KI, und Gemeinsamkeiten und Differenzen gezeigt, thematische Abstände der verschiedenen Parteien zueinander. Und da ist die FDP so weit weg von den Grünen und andersrum wie praktisch sonst keine der Parteien. Selbst die Linke hat, die FDP hat sogar mehr Überschneidungen mit der Linken als mit der FDP. Was ihre Themenbereiche betrifft, das zeigt, das wird eine ganz schwierige Geschichte, auch wenn jetzt wahrscheinlich mit Habeck jemand ist, der mit der FDP vielleicht besser reden kann. Also Marcello, vielleicht musst du noch ein bisschen warten, das würde mir sehr, sehr leid tun. Nicht warten müssen diejenigen, die mal eine interessante Trading-Gelegenheit suchen. Denn der Börsenjäger, da ist ein extrem interessanter Einstieg bei Gold, ist ziemlich nahe dran, werde ich Ihnen unter das Video verlinken. Da muss man sich einfach nur registrieren, anmelden, ist kostenfrei, tut nicht weh. Es kann Ihnen passieren, dass der Sponsor dieser Aktion Sie einmal anruft, das war's aber dann. Das will ich vorausschicken, dann sagen Sie schöne Grüße vom Fugmann. Das ist eine gute Sache, denn der Stefan Jäger, der versteht sein Handwerk. Und da ist eine mega interessante Einstiegschance bei Gold, interessanterweise auf der Short-Seite. Steigende Renditen, möglicherweise Short Gold. Wir werden sehen. Ich packe es unter das Video. Schauen Sie sich die Chance mal an. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start. In diesem, was haben wir heute? Dienstag. Jawohl, servus, ciao.